Tusen Tag und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen live auf 97 HD beim Bundesbeißler mit Grand Prix 2, das Rennen live aus Interlagos, Brasilien. Ja, das Qualifying lief ja mal wieder bescheiden. Wir haben es trotzdem nicht über den letzten Platz hinaus geschafft. Und da gehen wir jetzt auch ins Rennen rein. Ah, die Boxenstopp-Strategie müssen wir festlegen. Wir haben ja jetzt gesagt, 50% Rennen sind es. 36 Runde und da müsste mir auch Boxenstopp sehen und muss mal gucken, was ich da mache. Erstmal möchte ich meinen Co-Partner an diesem heutigen Renntag begrüßen, den Valvorik. Servus, Valvorik. Servus und hallo. Wir haben ja gesehen, wir haben ja beide jetzt 50% Rennen, sonst Stopps zu sehen. Runden an der Zahl, Oh, in das ist Summe. ja, das geht ja noch. Das sind ja nur 8 mehr, das ist ja nicht so schlimm. Ja, das schaffen wir ja. Wir waren Ja, gut, ich war ja ja. nicht Pri 2. Das soll sich ändern, das haben wir uns als Ziel, oder ich habe mir das vorgenommen. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt eine Zwei-Stopp-Strategie mache, aber ich glaube, ich mache es mit der Ein-Stopp-Strategie. Wir wissen Werde ja, ich das auch. gehen ja nicht alle an die Box. Ich gehe aber erst in Runde 19 in die Box. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die Startaufstellung durch, weil Worik kann seine leider nicht sagen. Und ich habe ja nur die Bundesbeißler Edition. Und da haben wir eine Überraschung, der Patrick Bergold in Reihe 1 auf der Pole, neben ihm der Lukas Bär. Der Lukas Bär ist immer vorne, egal in welchem Spiel, Kandidat auf den Sieg. Also ich habe jetzt schon mal bei Bet and Win gesagt, ich wette auf den Lukas Bär. Auf den Bergmann habe ich auch gewettet, allerdings. Naja, wir wollen ja nicht gemein sein. Der Bergold ist ein Top-Mann, der wird sicher da zeigen, was er kann. Also Reihe Pass auf, 1. du wirst mit dem Bergut Mit dem Grün, oder? crashen. Mit dem Scholz. Ja, das hat man im Das wär's. Qualifying. Das haben wir schon im Qualifying gehabt mit dem Scholz. Gut, dann geht's hier. Pole Position Bergold, Reihe 1, neben ihm der Lukas Bär. Reihe 2, Bergmann und Jan Bürgi. Reihe 3, Maximilian Weber und Tobias Bürgi. Also die beiden Brüder direkt hintereinander. Das wird auch super. Reihe 4, der Stefan Meyer und der Linus Hartmann. Reihe 5, der Yannick Le Gall und der Steffen Pfaffinger. Wenn da einer die Namen liest, dann denkt er eher, das sind Motorradrennfahrer, glaube ich. Weil wir da nicht auf solche Namen bei. Reihe 6, Nico Patzak und der Dagome. Der ist auch sehr weit vorgekommen wieder. Der erste YouTuber in der Startaufstellung. Genau. Grüße an dich, Dagome. Dann Reihe 7, der Christian Schwald und mein Liebling schlechthin, der Gilbert Grün. Oh. Reihe 8, das ist dann eher mein Anti-Liebling, Matthias Scholz und der Schmutz im Sauber. Reihe 9, mein Teamkollege, im Gegensatz zum ersten Rennen in Brasilien, ist er startberechtigt diesmal. Und der Valvorik, der zweite YouTuber hier. Hallo. Erstmal Valvorik. Er ist ja da. Und du hast direkt hinter dir den Schweizer und den Eichert in Reihe 10. Der Williams von Eichert ist überhaupt nicht zurechtgekommen auf der Strecke. Oh je, ich wollte gerade sagen, Eichert, das ist untypisch. Auffallend, der Eichert ist in jedem Spiel von mir im Williams. In der Grand Prix 3 Crash Competition, Ja. in Grand Prix 2 und im Grand Prix World ist der aufgefallen. Der ist in jedem Spiel, habe ich den im Williams drin. Das passt irgendwie. Weil die Autos, die ich meistens sehe, haben keine Räder und sind halt demoliert. Da sieht man nicht mehr, ob das ein Williams ist oder ein Ferrari. Aber das ist der Eichert und Williams, das passt einfach. Ich wüsste kein anderes Team. Ich glaube, im Ferrari oder im McLaren oder der Eichert nicht zurecht. Ich glaube, das ist einfach sein Team, Eichert und Williams, das passt. Hamerski und der Luca Lichtmes in Reihe 11, der Kenny und der Tientran in Reihe 12. Also, der Kenny ist ja doch weit abgehängt. Grüße an Ja, dich, Kenny. Ja, und ich glaube, sind alle 27 startberechtigt, denn ich habe keinen, mir ist jetzt keiner aufgefallen, der hier fehlt. Dann haben wir auch der Marcel Pelz und der Michael Beißler in der letzten und 13. Startreihe. Auch noch in der 13. Startreihe. und dein Teamkollege? Der ist auch dabei, der war ziemlich weit vorne, glaube ich. Der war noch vorm Valvorik, nämlich in Reihe 9. Das ist doch schon sehr bedenklich. Sehr bedenklich.
Und ich denke, gleich im Rennen wird auch der Valvoric bei sich starten. Und deswegen wollen wir auch nicht lang warten lassen. Na, ich bin schon im Rennen und du hast das Wort. So, und damit Servus und Hallo. Willkommen zu Grand Prix 2. Wir sind zurück und sehen nun das Rennen von Brasilien, Interlagos, mit mir auf der Pole Position. Und Platz 2 David Coulthard, dann Schumacher, Hill, Alesi, Hakkinen, Katayama, Beisler, Kenny und Hose die ersten 10. Und ich glaube, Jawohl. jetzt hat der Beisler schon was zu sagen. Jawohl, und zwar ein sauberer Start von Beißler. Es gab ein bisschen Gerempel hier. Ich habe es gerade in die Wiederholung eingespielt. Ich wollte einfach jetzt nicht die Emotionen rauslassen. Ich hab's nur gehört. Das Quietsche hast du gehört. Ne, es war ein sauberer Start. Ich zeige es nochmal. Es gab nur ein bisschen Gerempel. Es haben sich ein paar Autos quergestellt, aber es sind alle durchgekommen. Und der Beißler ist schon Zehnter übrigens. Also. Mit dem schweren Auto, denn er macht ja einen Stopp, wie sie mal. Ich bin momentan auf Platz 10 und habe noch alle Flügel dran. Red Bull verleiht Flügel, ja. Nein, es ist ein Ferrari, kein Red Bull, das gab es damals noch nicht, 94. Ich überlege gerade, welches 94er Team Red Bull eigentlich ist, was das vor. Sauber ist ja dann Red Bull langsam geworden. Ja, aber Sauber, ja, die hatten das als Hauptsponsor, aber Sauber war dann BMW Sauber und ist jetzt wieder Sauber. Ja, stimmt. Ich bin jetzt dran an einem Footwork, den ich jetzt hoffentlich kassiert habe. Das ist der Das stimmt. Dagomet, der will nicht locker lassen. No! Oh, fuck. Oh, jetzt habe ich die Pausetaste verpasst. Sehr schön und abgeflogen, danke. Durch den Dagomi? Nein, jetzt bin ich letzter. Ich wollte auf P drücken und er hat die Pausetaste nicht gemacht und dadurch ist der Beißler abgeflogen, hat sich gedreht und ist letzter, ist nichts kaputt gegangen. Ich wollte auf P drücken und das Überholmanöver vom Dagomet zeigen, wie ich ihn überholt habe und dann hat es Oh. ja, die Zeit und jetzt bin ich letzter. Aber es ist noch alles dran, keine Angst, aber das wird jetzt natürlich scheiße. Zwar ich so gut vorgekommen, ich war schon auf Platz 9 gewesen und jetzt. War es das auch schon wieder mit Platz 9? Oh, Platz 9, da hast du einen super Start erwischt. Aber ich bin schon wieder dran am Feld. Vielleicht ist das jetzt das Beliebige doch einfach für mich. Und wir haben ja noch 34 Runden. Also ich kann die ja alle noch Oh kollisionsfrei. Gott, nach 34 Runden. Ach, das ist nicht schwer. Ich habe eine Arbeitskollegin, die kann sich überhaupt keine Formel 1 angucken, weil sie sagt, das kann sie nicht. 70 Runden da Rennen angucken, das ist zu viel für sie. Schlaft nach 3 Runden ein. Ja gut, beim Vettel verstehe ich es, wenn der immer da vorne ist. Ist das irgendwann langweilig? Da würde ich auch einschlafen. Ja, verstehe ich deine Arbeitskollegin. Ich weiß jetzt übrigens, welches Team Red Bull ja vorher war. Das Team gab es 94 noch nicht. Das war Stuart Ford. Die wurden dann Jaguar und dann Red Bull. Aber das gab es 94 noch nicht, das Team. Ja, richtig, das war ein ganz neues Team. Und da hakelt schnelle Runden Bergmann, Bär und Tobias Bürgi und jetzt auch der Dagomet mit der schnellsten Runde. Ich kann mir das automatisch nie, Dingsbums nie merken. Was? Von mir, also wer welches Team mal war, weil sich das schon so oft geändert hat. Das ist Doch, echt das krass. weiß ich schon, das weiß ich noch gut. Aber Tyrrell, das war ja BAR, dann Honda und dann Braun und dann Mercedes. Mit Braun wurde die ja Weltmeister. Ja, die haben schon viel hinter sich. Mit Jenson Button damals. Das war auch cool, der 2-9. Wer erinnert sich nicht gern an diese Sensationstitel? Das hätte niemals gerechnet mit dem Team, was fast schon weg war. Dann hat es der Ja. Ross Braun gekauft und wurde Weltmeister auf Anhieb. Button, der Reifenflüsterer, na, war eine echt schöne Saison, hat mich sehr gefreut. Mochte Button immer schon und das hat mich richtig gefreut, dass er da Weltmeister geworden ist. Die wären mit dem Namen Honda, glaube ich, auch Weltmeister geworden. Ich glaube, die haben einfach schon rechtzeitig gut entwickelt gehabt für diese Autos. Die sahen ja dann plötzlich anders aus und ich glaube, die hatten gut vorentwickelt. Ich Der glaube auch, Ross die haben eine Braun. gute Vorarbeit geleistet, dann leider ausgestiegen Und der Ross und Braun hat es genützt für sollen aber sich. mit McLaren, ja genau, sollen aber mit McLaren zurückkommen. 2015, ja. Nächstes Jahr fahren die, glaube ich, noch mit Mercedes und 2015. Und da habe ich das Gerücht gehört, soll ja der Alonso dann wieder in das Team kommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es nicht gehört, aber ich habe es mir bei mir selber gedacht, weil ich dachte mir,
Alonso wird bei Ferrari vielleicht nicht so die Schnitte haben und er braucht doch irgendein Team, wo er wieder der alleinige Boss ist. Und das wird es bei Ferrari nicht Mercedes geben. nicht spielen und bei Ferrari nicht spielen und bei Red Bull auch nicht. Von dem her ist eigentlich nur McLaren das einzige Top-Team, Oh, was da noch hat sich da. einer gedreht und ich bretter da voll drauf. Das war ein Benetton. Entschuldige, dass ich unterbreche. Und es war Luca Lichtmes. Danke dafür, so ein Depp. Oh Und ich bretter je. da voll drauf. Ich Oh konnte je. nicht mehr bremsen und damit ist das Rennen vom Beißler, glaube ich. Ich habe, während wir geredet haben, ich habe zwei Räder verloren. Das dürfte nicht reichen. Oh, Und das im ist Rennen doof. geht die Q-Taste leider wirklich nicht. Die R-Taste ist nur, ja. Bergmann führt das Rennen an übrigens. Da Rückwärts. ist der Kenny noch in dem Unfall gesteckt. Da Es hat's gibt dem auch leider Tra. nicht wie bei Grid oder Wiederholungen, eine Wiederholungstaste, wo man dann. Der Kenny ist noch gut durchgekommen. Da hat's dem Tientra noch de Flügel gekostet. Heck- und Frontflügel. Ob der es noch in die Box schafft ohne Heckflügel. Ich bin das gerade am Analysieren. Da geht's hart zur Sache. Ich möchte es den Zuschauern gern richtig zeigen, was ich da. Und wieder aus für den Beißler. Aber da kann der Beißler echt nichts dafür. Also, das war wirklich jetzt mal kein Crash oder. Das ist ärgerlich. Ja, der Kenny ist da auf der Tientran drauf Da gefahren und verstehe der. ich, dass du dich aufregst. Naja, gut, also ich habe auch Let's Play-Videos gemacht von Race On. Demnächst kommen die auch da. Finde ich ganz gut. Wieso? Wenn man Emotionen hat, dann soll man die auch rauslassen Aber und. ich will gerne mal sehen, ich würde gerne. Bergmann führt das Rennen an übrigens. Aber es interessiert jetzt gerade eh kein Mensch, denn ich möchte eigentlich mal irgendeine Perspektive habe. Also liebe Zuschauer, es tut mir leid, dass wir jetzt schon 20 Mal dieselbe Wiederholung sehen. Ich muss wissen, was ist hier da passiert. Der Luca Lichtmes war derjenige, wo sich gedreht hat in seinem Benetton, der Teamkollege führt. Und da ist der Kenny drauf gebrettert und ich bretter auf den Kenny dann drauf, offensichtlich. Oh, Kenny. Aber da kann auch der Kenny nichts dafür, weil der Lichtmes hat sich gedreht und man hat ihn nichts. Ja, tatsächlich auf den Kenny drauf gebrettert. Und hab den Tientran auch erwischt. Also da ist doch einiges schief gelaufen. Crashen mit Kenny. Gehen wir mal weiter. Wenn der Beißler jetzt Grüße an gesehen. der Stelle. Ich grüße ihn auch. Und sorry, Kenny, auch ihm ist nichts passiert. Er hat noch alle Flügel dran, wenn man den Cockpit anschaue. Damit muss der Beißler wieder zuschauen jetzt. Schade, jetzt war das Rennen so toll. Ich habe übrigens schon aufgeholt gehabt, während wir hier getalkt haben. War ich schon wieder dran an dem Feld, so schnell war ich. Im Und. Qualifying mit dem Vivore gecrashed und im Rennen dann mit dem Kenny. Ja, oh ja, da ist Das der Austrian Tien. Team bringt da nicht viel Glück. Und da ist der Tien dran auf der drehende Luca Licht. Ich glaube, wir hätten es jetzt analysiert, denn ich glaube, das langweilt es die Leute 20.000 Mal dieselbe Wiederholung sehen müssen. Fahren die noch weiter? Ja, die fahren noch, der Beißler fährt auch noch, er kann noch mit zwei Rädern sich drehen. Das war's. Schade, schade für den Michael Beißler. Der war jetzt so gut am Aufholen. Ich war schon dran. Hatte vor mir schon 5, 6 Autos. Die hätte ich alle überholen können jetzt. Ich war deutlich schneller wie die. Und dann dreht sich der vor mir und der Kenny kann nichts machen. Ich bretter auf den Kenny drauf. Und dann ist der Beißler wieder draußen. Also Brasilien, das war wohl nichts. Auch im zweiten Versuch. Ist aber wenigstens zwei Runden weitergekommen, oder? Wie viele Runden? 5 Runden weitergekommen als vorhin. Nicht schlecht. Und Gratuliere. der Tientran ist an der Box, der hat ja kein Heckflügel, aber ich glaube, sie können noch mal einer dran machen, dann fährt er wieder. Ja, und damit führt jetzt der Bergmann, der Bergold ist auf 3 durchgereicht worden, denn der Luca, nee, der Lukas Bär ist auch durchgereicht worden, der ist nur noch Vierter. Tobias Bürgi im Lotus ist gut weggekommen, ist Zweiter. Aber schau Die mal, Schweizer. Benetton führt, Bürgi Schweiz. klingt sehr schweizerisch. Schweizer. Pfaffinger im Beißler Ferrari auf der 6, Weber im Williams auf der 7. Ich suche Dagome ist 9. Da habe ich die Pausetaste schon vermurkst am Anfang. Hartmann, Daniel Schmutz 11. Ja, nicht schlecht. Eichert im Williams nur 12. Wo ist denn der Schweizer? Oh, der Scholz ist 15. Da kann er auch bleiben. Vielleicht kollidiert er ja noch mit jemand. Grün 16. Mensch, der Schweizer muss weit hinten sein. Ist er auch 19, jetzt 20. Jetzt ist er gerade vom Valvoric überholt worden, der Schweizer. Yeah. Das schauen wir uns gerne nochmal an, wie der Valvoric den Schweizer kassiert. Hier aus der Perspektive. Krass, außenrum überholt hast du ihn. Außenrum vom Senna S.
Klasse gemacht, Valvori. Klasse gemacht. Gell. Und wir gehen wieder auf die Action. Gerade sehr spannend übrigens, Leute. Ich führe in der 9. Runde 24 Sekunden vor David Coulthard. Wer es glaubt oder nicht. David Coulthard auf Platz 2. Also jeder, der unser Grand Prix World Let's Play kennt mit Kenny, der weiß, dass Coulthard nicht oft vorne mit dabei ist. Und in dem Fall Zweiter. Und wir sind gerade am Überrunden. Fast nie, sagen wir mal so. Brabham haben wir überrundet und jetzt kommt der Jean-Paul Belmondo. Der in seinem grauen Pazifik. Der Amerikaner mit dem klangvollen Namen Jean-Paul Belmondo. Mhm. 10. Runde. Oh, jetzt nach wie vor Platz 1. Lukas 20,9 auf Coulthard. Boah, geiles das Manöver. Lukas Bär, entschuldige, dass ich unterbrochen habe, Valvori. Lukas Bär geht am Patrick Bergold vorbei und ist jetzt Dritter. Super Move. Super gemacht. Der Bergold im Jordan und dahinter ist der zweite Jordan vom Jan Bürgi. Die sind richtig gut, die Jordan. Und der Bär ist jetzt drin und da wird der Bergold gleich überholt von seinen Teamkollegen. Jan Bürgi hatte Bergold überholt und da ist der Weber auch schon dran. Der hätte Pfaffinger überholt. Also da geht es bei mir jetzt auch etwas mehr zur Sache als vorhin noch. Aber der Beißler. Wir retten auf und boah, wir fegen uns beide den Frontflügel weg. Oh nee, und jetzt kurz, wie vorhin auch schon mal in den ersten. War ich jetzt zu ungestüm. Aber in der ersten Aufnahme von Brasilienrennen war das ja auch schon so. Da bin erst ich ausgefallen und hatte Valvorik die Pechsträhne gehabt. Und dann drehe ich mich gleich nochmal. Ja, das Rennen ist auch für dich dann gelaufen. Wenn die nee, ich kann weiterfahren. Und der Frontflügel? Bei mir war es nur der Frontflügel. Ja, aber da muss wechseln gehen, oder? Der Weber überholt jetzt gerade in diesem Moment der Bergold, der wird so richtig durchgreifen. Wir fahren gleich nochmal zusammen in der Box. Wow. Das sehen wir uns nochmal an aus der Perspektive von Olivier Beretta. Boah, der Jan Bürgi. Was für ein Move. Der hatte Lukas Bär überholt, das müssen wir uns nochmal angucken. Da ahnte Lukas Bär nicht. Guck mal, wie gnadenlos der vorbeigeht. Da ist der Bär überrascht. Ich guck dann später. Das kannst du dann alles auf dem Kanal sehen. Der war gnadenlos überrascht. Der Bär hat ihn gar nicht kommen sehen. Aber gibt es den Gegenangriff? Lukas Bär, diesmal gewinnt das Rennen leider nicht. Und der wird vom Teamkollege überholt. Ja, ich werde nachricht. Das gibt's ja nicht. Der Bär hat ja ein Problem. Der hat Elektroprobleme. Lukas Bär fällt aus, hat Elektroprobleme, wird jetzt durchgereicht. Das war mir auch zu komisch, wie die alle an ihm vorbeifahren. Also der Bär scheidet aus in dem Rennen. Boah, ich bin gerade ganz angespannt vom Bildschirm. Oh. Packe der Fight mit einem Ferrari und habe mir Platz 3 wieder erkämpft. Nach dem Boxenstopp. Und jetzt geht's weiter. Die Jagd nach Schumacher und Coulthard. Coulthard immer noch Erster. Schauen wir mal, wie lang noch. Hinter mir fährt Jean Alesi, den konnte ich gerade überholen. Wir sind hier bei Lukas Bär. Mal gucken, ob sie es nochmal reparieren können. Vielleicht kann er wieder fahren. Ich glaube, er kann wieder fahren, der Bär, aber ist jetzt natürlich Letzter. Es ist echt so schwer, da zu überholen. Schade, dem Lukas hätte ich jetzt auch wieder ein gutes Ergebnis hier gegönnt in diesem Rennen, aber das war's wohl für ihn. Mal gucken, was mit den Boxenstopps ist. Ich habe noch keine Boxenstopps gesehen. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Boxenstopps kommen. Der Bergmann wird auch ganz eng um die Führung gefeitet mit dem Tobias Bürgi. Also ob der lang noch in Führung bleibt, der Rocky, das bezweifle ich schon fast. Schumacher überholt und Platz 2 hinter David Coulthard. Jetzt geht es um die Führung. Der Valvorik. In der 12. Runde. Der Valvorik hätte wieder gut aufgeholt. Ist der Frontflügel noch defekt bei dir? Nee, ich bin an die Box gefahren. Es war nur ein leichter Defekt, aber man verliert trotzdem viel Zeit dadurch. Ja, wo bist du dann wieder rausgekommen, wenn du es nicht. Vierter. Oh krass, so viel Vorsprung hast du schon gehabt. Naja. Das war beim Überrunden, wo ich den draufgefahren bin, den Beretta. Ah, diese Überrundungen sind nicht so einfach. Nee.
Und mit dem Schadensmodus, das wir ja bewusst eingestellt haben, da Ist gibt es das auf sowas mal. Anfänger auch schon sehr schwer? Ist vielleicht sogar auf Dings gar nicht so schwer auf dem zweitschwierigen Grad, denn da gibt es ja dann weniger Überrundungen, wenn man gar nicht so schnell ist. Aber Das kann auch sein. Wir sind jetzt hier on board beim Tobias Bürgi im wir probieren es Moment. einfach mal auf Anfänger und wenn uns das zu leicht ist, was ich jetzt mal nicht glaube, dann werden wir eine Schwierigkeitsstufe Dann fangen wir hochschalten. nochmal neu an, dann dritte Mal Genau. Brasilien. Ja, ich kenne die Leute bald auf dem Kanal nur noch. Das Grand Prix 2 Let's Play besteht da nur aus Brasilien. Und da Na ist der sicher, die Angriff. Letzte. Tobias Bürki übernimmt die Spitze und ich habe 2 Runden vorher gesagt, der Bergmann führt nicht mehr lang. Und schon ist passiert, da führt er nicht mehr, der Bergmann. Beretta ist aus dem Rennen, jetzt ist es soweit, jetzt hat ihn irgendwer rausgekickt oder er sich selber. Beretta, 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 was ist los mit dir? Radverlust. Ruder war an der Box und die haben nicht richtig gearbeitet. Krass, da wollen wir es uns auch nochmal von der Tobias Bürgi Sicht angucken. Das war einfach genial, wie der die Führung im Lotus Mugen Honda übernimmt. Das muss man sich mal vorstellen für die damalige Zeit, der Lotus. Schönes Auto auch damals. Ja, und der Bergmann, der ist nicht mehr Erster, aber das ist noch nicht gegessen, das Thema. Ich bleibe erstmal noch für die Zuschauer auf dem Spitzenduell, aber das hat sich angebahnt. Man hat es erahnen können, dass der Bergmann einfach da nicht mehr die Führung behaupten kann. Also ich zeige euch gerade auf meinem Kanal den Lotus, den der Kenny gerade, den der Peisler gerade anspricht. Schönes Auto. Wollte ich auch eigentlich starten mit dem, aber mir gefällt der Tyrrell noch eine Spur besser. Ich wollte ja ursprünglich der Benetton vom Bergmann nehmen, aber ich wollte dann doch lieber im Beißler Ein fahren. Schumacher. Weil Worik hat mich durchschaut. Ja, Michael Bergmann, ja. Oder Bergmacher. Da crasht's gleich wieder. Oh, knapp. Worik, ich bin mal auf das Rennen gespannt, wenn du das mal hochlädst. Wie es da knallt, das muss ja da richtig zur Sache gehen bei dir in den Rennen. Bin da zu ungeduldig, ich will unbedingt vorbei an den Überrundeten. Man hat sie im letzten Rennen gesehen, dann lasse ich mir mal Zeit und verliere gleich 6 Sekunden auf die anderen. Ich habe schon mal auf den ersten Williams in der Top 6 geschalten, der Weber. Der ist dran auf Platz 3 und das wird sicher auch nochmal spannend werden, vielleicht, wenn die Boxenstopps kommen. Wer geht Abstand auf dann? Pult hat 7 Sekunden. Du könntest jetzt mal so durchgucken, wer alle von euch an die Box kommt bei dir, bei den Mitfahrern. Wäre vielleicht ganz interessant. Ja, das mache ich mal geschwind. Bergold, Schmutz, Hartmann, Schwald. Der Grün ist schon. Oh, der Grün hätte ein Problem. Der hat Mein Bremsprobleme, der Grün. Der wird so langsam. Teamkollege kommt scheinbar an die Box. Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche. Der Grün auch jetzt mit Bremsprobleme. Eichert, Le Gall, Schweizer. Oh je, der wird durchgereicht. Der Lichtmess. Hamerski, der Kenny ist ganz weit hinten, der war ja drin gesteckt. Und Lukas Bär, das haben wir gesehen. Und der Tien, das sind die Nachzüge. Also bis jetzt geht bei mir noch keiner an die Box. Tankrunden, siehst du die im Cockpit? Ja, der Bergmann hat zum Beispiel noch für 7,3 Liter. Okay, dann kommt er rein. Tobias Bürgi 8,2, dann kommen die demnächst alle. Jan Bürgi 8,3. Da ist einer an die Box gegangen, wurde mir, glaube ich, gerade eingeblendet. Ich glaube, das war der Gilbert Grün mit der Bremsprobleme. Mal gucken, ob sie den Gilbert wieder reparieren können. Ja, der Gilbert fährt auch wieder hinterher. Gibt's auch welche, die durchfahren bei dir? Ja, die, wo auf jeden Fall notdürftig an der Box waren, auf jeden Fall. Die haben für 25 Runde Sprit. Das kann gar nicht reichen, oder? Es doch doch. Es gibt auch viele, die gar nicht reinkommen von Haus aus. Also Tobias Bürgi mit 7,6 Liter wird kommen müssen, Bergmann auch mit 6,7. Die werden kommen, ich glaube der Bergmann wird vorher reinkommen. Und dann? Jan Bürgi, jetzt wird er gerade Vorsprung eingebaut, 7,6 Liter. Weber 6,7, also die kommen wohl alle rein. Pfaffinger 6,5, Dagome 6,5.
Schmutz 6,5. Bergold hat 24,4 Liter. Der kann durchfahren, der könnte spannend werden, wenn der nach vorkommt, wenn die anderen an die Box kommen. Der wurde ja vorhin durchgereicht, der Bergold. Der war ja mal Vierter zwischenzeitlich. Also der hätte schwerere Auto. Dann ist voll Tank und wird dann vielleicht wirklich nochmal angreifen, wenn die anderen in die Box kommen. Im Jordan Hart, also in deinem Lieblingsteam, ist der Bergold da unterwegs. Der Hartmann hinter ihm muss aus, 7,2 Liter, Schwalz 6,2, Scholz 6,2, Valvorik aus 6,3. Das hört sich für die Zuschauer an, als lese ich da irgendwelche Wahlergebnisse vor von der FDP oder von irgendwelchen Parteien, die gerade im Bundestag eingezogen sind. Ah, hier, Stefan Meyer, 23,8. Der Durchfahrer kann, da bin ich auch mal gespannt. Der könnte es. Eichert auch übrigens, 23,7. Der muss ja was riskieren, sein Williams. Das werden sich aber meine Zuschauer auch gerade fragen, was er da vorliest und warum ich das nicht mache. Ich sehe es nicht, weil ich bin noch im Rennen. Und wenn man noch selber im Rennen ist, sieht man nicht, sieht man die Boxenstrategie der anderen nicht. Das ist auch ganz gut gemacht. Also erst sobald man selber ausgeschieden ist, sieht man, wann die Konkurrenz dann an die Box kommt. Le Gall auch 23,4, Schweizer auch 23,5. Der Luca Lichtmess wird auch in Box gehen, der ist eh schon weit hinten. Der Pelz auch. Hamerski fährt noch durch, der Valentino Lisa, mein Teamkollege auch. Patzak auch, Kenny sowieso. Der Lukas Bär, der hätte nicht vollgetankt, das wundert mich. Der musste ja an die Box mit Elektroprobleme. Wundert mich, warum der nicht vollgetankt hat, wenn er eh schon hinten ist. Das verstehe ich nicht, die Strategie vom Lukas. Die kann ich nicht nachvollziehen. Da hätte ich doch vollgetankt, wenn ich so weit hinten wäre. Schon, ja. Gilbert Grün fährt durch, der Tien fährt durch. Ja, also das wird jetzt spannend. In 3-4 Runden geht das Boxenstoppfenster auf für einige. Und dann werden wir doch sehen, was hier so passiert, glaube ich. Wir sind gerade bei Halbzeit, 19 Runden gefahren, Abstand auf David Coulthard, den zweiten 14,2 Sekunden wieder. Ausgebaut. Bin ich nur 2 Runden weg von dir, ich habe nur 16 Runden. Bei mir geht es nämlich gerade los mit den Boxenstopps, mein Teamkollege war drinnen, jetzt kommt Jean Alesi, Mika Hakkinen, der vierte, der sechste, der Bundesbeißler auf Platz 6 kommt da die Box. Oh, ich war schon Sechster. Ja, bei mir selber fahre ich schon leider nicht mehr. Aber jetzt wird es auch sicher spannend. Das hört sich nicht gut an beim Valvorik. Meine Kurve, wo ich letztes Mal schon Probleme hatte, wieder. Oh. Aber ich kann weiterfahren. Ich mach mal die Action-Cam ein. Vielleicht zeigt die uns dann, wenn jemand an die Box geht, fängt die uns ein, oder? Vielleicht zeigt die uns den Valvorik. Oh. Der 82er Dagumi ist an der Box. Oh. Der 82er Dagumi. Ich habe ihn so genannt, weil... Der so heißt in YouTube. Nein, heißt der Dagumi 82, aber weil nur der Nachname gezeigt wird. Deswegen dachte ich, irgendwas und Nachname Dagumi. Wow! Ich soll dringend an die Box kommen. Mein Flügel ist ja nicht mehr heil und ich bretter da volle Kanne. Ich warte jetzt auf die Boxenstopp-Szenen hier in diesem Rennen und... Da erwarte ich jetzt die ganze Spitze außer Bergold. Und der Bergold, das wird einer sein, der, glaube ich, in den Rennen uns da mal überraschen kann jetzt, der Bergold. Handy an der Box, XDQM-Hose an der Box, jetzt kommen sie alle rein. Der blockt auch nichts mehr, der XDQM-Hose, glaube ich. Nee, XDQM-Block. Und ich muss auch reinkommen mit meinem Frontflügel. Das wird auf Dauer nichts werden. Das ist kann mich nicht wahr. Umstellen. Ich kann mich nicht umstellen und nicht weniger Stoff geben. Aber jetzt hoffe ich, dass ich nicht allzu viel Zeit verliere, wenn die alle an der Box sind. Nicht, dass mich da jemand aufhaltet. So. Denn bei mir geht es ja noch um den Sieg und dass David Coulthard nicht allzu viel aufholt. Marcel Pelz hat den Schweizer überholt. Da ging es um Platz 17. Das war sehr unspektakulär, aber ein schönes Manöver. Aber da hinten gewinnt man nichts. Der Lukas Bär ist zwar nach vorne gekommen, jetzt bis auf Platz 21 gleich, aber der muss leider an die Box noch. Die Strategie kann ich nicht nachvollziehen, warum sie den nicht vollgetankt habe, denn der ist ja jetzt voll in Fahrt in dem Rennen und dann muss er wieder an die Box, dann kann er das Rennen gleich einpacken. Ich komme wieder raus,
Auf Platz 4. Und der Bergmann 21 geht an die Minuten. Box. Bergmann geht jetzt an die Box. Ist der Erste, der die Boxenstopp eröffnet. Und da ist einige Aktivität. Jan Bürki ist Wow, jetzt Zweiter. wow, wow. Alter. Maximilian Weber an der Box Alter. übrigens. Also bei mir gehen jetzt die Bo Pfaffinger an der Box. Da überholte Matthias Scholz gerade. Boah, Da was ist das. fällt Alessandro Zanardi da ein? Auf Platz 22 möchte mal eben rüberschieben. Ich weiß nicht, ob er wollte, dass wir da vorbeifahren auf der Ideallinie. Ihn Valvoric an der verlässt er Box. die. Und boah, das war fast eine Kollision. Also bei mir gehen die Boxenstopps jetzt los. Bergmann war drin, Weber war drin, Dagome, Valvoric, Schmutz war drin. Also doch einige waren da jetzt drin. Und da sind einige vorgekommen. Ich habe es jetzt auf der Action Cam, deswegen sehe ich das jetzt, wer da in die Box geht oder auch. Was hier ist, wann geht der Führende? Der geht jetzt rein. Tobias Bürki geht jetzt in die Box. Da bin ich gespannt, wie weit dieser Typ aufholen kann, der da nur eine, der keinen Stopp hat. Mir ist der Ja, Name gerade entfallen von dir. der Bergold meinst du. Ja. So, jetzt kommt der Bergmann natürlich hinterm Luca Lichtmes raus. Das ist mir sehr ungünstig, weil der hat noch voll Sprit. Nein, der geht auch in die Box, stimmt, der war ja auch weit hinten, der war ja derjenige, wo schuld daran ist, dass der Breisler letztendlich auch. Und Bergold übrigens ist jetzt führend an dem Rennen. Das mal so zur Information, wird es mir gerade angezeigt. Ja, was habe ich gesagt? Ich bin Hellseher. Lukas Bär an der Box, diese Strategie kann ich nicht nachvollziehen. Der Bergold fährt jetzt da seelenruhig allein, da ist meilenweit, da dauert es lange, bis da mal einer kommt. Pfaffinger Ja, der überholt. muss nicht mehr rein an die Box. Also Mann. das war die richtige Entscheidung vielleicht, ohne Boxenstopp Oh, auszukommen. Eichert da hinten im Kampf mit Luca Licht, mit Bergold. Ne, mit Bergmann, der ist jetzt schon wieder der Lichtmäßige an die Box gegangen. Der Eichert ist auch vorgekommen und der hat ja auch voll getankt. Also das heißt, der Eichert muss auch nicht rein. Ah, Also das du wird kannst jetzt. mich wieder mal Orakel nennen. Tobias Bürki ist aber auf zwei wieder rausgekommen, aber ich glaube, dass der Bergold nicht zu schlagen sein wird im Jordan Hart, wenn es nicht. Valvorakel, Weil auch gerne Orakel. genannt. Aber krass, es wird interessant werden, was da passiert jetzt in dem Ich hoffe, Rennen. ich ende nur nicht wie Krake Paul im Kochtopf. So, und jetzt ist der Bergmann am Eichert vorbei. Daniel Nachdem Schmutz die dreht die Deutschen da schnellste Runde. ausgeschieden sind da damals. Ja. Krake Paul. Da bei der Euro letztes Jahr, oder wie war das? 2006 war das, glaube ich. Nein, das war bei der WM, glaube ich, gell? 2010. Irgend sowas. 6 oder 10. Ja, und die Deutschen mal wieder nicht weitergekommen sind wie Spiel um Platz 3. Da wäre Österreich mal gern. Zumindest mal so weit. Ja, das stimmt wohl. Die würden. So, ich bin auf Platz 3, habe Damon Hill überholt. Stefan Meyer ist Jetzt auch schon Dritter. Das sind die ganzen, wo jetzt geht die vollgetankt haben. Aufholjagd wieder los. Auf Schumacher, 15,4 hat der Vorsprung. Hoi, also, die sind auch nicht an die Box gekommen. Die werden auch durchfahren scheinbar. Apropos Aufholjagd, der Rocky Bergmann legt hier ein ganz schönes Tempo. Er kassiert jetzt der Stefan Meyer. Der fährt ja durch, wie sie mal. Und das haben sie leider zu früh weggeschaltet. Wer dafür die TV-Regie verantwortlich ist, das hätte ich gern zu Ende gesehen. Der Valvoric ist da auch schon ganz schön wieder am Aufholen jetzt. Wer Also. fährt denn bei dir bei Williams nochmal? Das war der Bergold. Der Weber und der Eichert. Eichert. Und wie sieht es mit denen aus? Waren die in der Box? Die waren beide an der. Ne, der Eichert, nicht, der fährt durch. Der Weber war an der Box. Aber bei mir fahren die Williams auch durch. Bei mir fährt nur Und einer durch. der Schumacher fährt auch durch bei mir, also der Bergmann bei dir. So, jetzt gucken wir mal, wer noch wo im Rennen ist. Bergold, der ist auf Platz 1. Zweiter Tobias Bürki, aber der Bergold wird doch gejagt von Bürki. Ich glaube, das gibt noch ein Fight um den Sieg. Dritter ist der Bergmann, den dürfen wir nicht vergessen, denn der hätte ja jetzt ganz arg aufgeholt. Der ist als Sechster wieder rausgekommen aus der Box und hätte die jetzt alle aufgeholt. Dann. So, 12,8 Sekunden auf Schumacher. Kurzer Zwischenbericht von mir.
Kein Dann lasse ich schon Problem. wieder den Beißler reden. Kein Problem. Stefan Meyer auf der 4. Eichert ist Fünfter. Der ist aber ganz unter Druck vom Jan Bürki im zweiten Jordan und der wird jetzt auch gleich zurückfallen. Also der Eichert kommt gar nicht zurecht in dem Rennen. Ist jetzt nur noch Sechster. Le Gall 7, Weber 8. Schweizer schon auf die 9 vorgekommen. Das wäre heute Punkte in der heutigen Formel 1. Schau mal an. Wird aber vom Daniel Schmutz da gleich abgeschossen, der Schweizer. Auch nicht schlecht. Pfaffinger, Hamerski, Dagomé ist auf der 13. Den habe ich gerade vor mir zum Überrunden, den Dagomé. Lisa auf der 14. Hartmann, Schwald, Scholz auf der 17. Das gefällt mir. Patzak, der Grün auf der 19. Der kann sich mal Vorbild am Schweizer nehmen. Lichtmes 20. Valvoric ist abgeflogen da gerade. Boah. Das müssen wir uns nochmal angucken. Der ist da, glaube ich, von Nee, einem. das gucken wir uns lieber nicht an. Ich will sehen, was da war. Ne, der Valvoric ist gerade zu spät gebremst und dann über die Wiese ist aber nichts kaputt gegangen. Der Pelz ist aber direkt hinter dir. Das ist natürlich jetzt dann schlecht. Lukas Bär holt da auch auf. Der Tiendran. Und der Kenny, der ist letzter. Weil der Beißler ist schon draußen. Grüße. Und da vorne ist der Bergold bereits jetzt überholt worden. Der Jan, der Tobias Bürgi hat der Bergold überholt gerade eben. Das müssen wir Dann uns hat er nochmal angucken. wahrscheinlich alte Reifen, weil er keinen Stopp macht. Ja, das ist natürlich eine Komponente, die man da auch bedenken muss. Das heißt, der Bergmann ist ja auch nicht mehr weit weg. Das gibt der Bergmann durchgereicht während dem Ich Rennen. weiß aber nicht, inwiefern das Auswirkung hat, die Reifen. Das ist zum Beispiel was mir halt leider fehlt, diese Information, wie sehr die Reifen verschleißen. So, da Ist halt hinten nicht wie in geht. einem Manager, wo man das dann genau sieht und weiß, wann man reinkommt und muss an die Box. Da lassen halt dann irgendwann die Rundenzeiten nach, aber man weiß nicht, ob man länger fahren könnte, wenn man spritsparend fährt und Reifen sparen. Oh! Oh ja, bei mir auch. Ich wollte das. Danke für die Einleitung, denn der Matthias Schweizer ist doch rüde weggeschoben worden von Steffen Pfaffinger im Beißler Ferrari. Das war natürlich keine gute Aktion vom Pfaffinger. Da hätte Schweizer da ganz brutal weggeschoben einfach. Crash mit Michele Arboretto und boah, das wird auf Platz 3 liegend der nächste Boxenstopp werden. Mann, 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 Mann. Das Rennen ist geprägt von super Rundenzeiten, führenden Phasen und dann wieder an die Box kommen und aufholen. Ja, also der Valvoric, der zeigt hier, dass er kämpfen kann. Der Beißler kann ja nicht mehr kämpfen. Der fährt ja nicht mehr bei sich im Rennen. Und da rollt, glaub, der Nächste oder wieder aus. Nee. So, aber da hinten harter Fight. Lichtmes, Aber es Valvoric, war wieder am Pelz und Überrunden. Patzak. Es ist immer dieses Überrunden, was mir absolut zuwider ist, wo ich einfach Probleme habe. Das verstehe ich nach den ganzen Crashs auch warum. Und dahinter ist bei mir ein Fight auf Platz zwischen Platz 19, 20, 21, 22 und 23. Die Die geben sich's Überrundeten sollten richtig. sich, die Überrundeten sollten einfach mal Platz machen und die Schnelleren vorbeilassen. Das ist halt bei Grand Prix, mal machen sie es und mal machen sie es nicht. Wie ihr es ja vorher gesehen habt, wo es fast einen Crash gegeben hätte, wo der Ligier auf einmal rüberfährt. In den anderen Momenten machen sie es halt nicht. Und dann crasht es wie gerade bei Arboretto. Patzak in der Box, offensichtlich ist Oder da was Beretta kaputt vorhin. gegangen. Oh, der Patzak hätte Bremsprobleme gehabt, Beschleunigungsprobleme der Patzak gehabt. Da haben wir jetzt schon ein paar gehabt, die dann nicht Platz machen und die mich aufsteigen lassen. Beim letzten Rennen war es De Cesaris. Gut, der war in derselben Runde wie ich. Der darf das, aber trotzdem, wenn man da aufsteigt, ist es schnell vorbei. Da habe ich Glück gehabt, dass ich noch an die Box kommen konnte. Platz 5. Oh, jetzt Lange wird's. dauert es nicht mehr das Rennen. 7 Runden noch. Schauen wir mal, was noch drinnen ist, ob wir noch aufholen können. Was habe ich bei mir noch? 8 Runden noch. Ne, warte, ich habe ein bisschen mehr. 25. Das sind mir über 10 noch. Alesi 11,1 Sekunden vor mir. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch Jean Alesi kriegen können. 10 Runden habe Wenn ich noch. ich so ins Ziel komme, kriege ich 2 Punkte. Schauen wir mal, ob es noch mehr werden oder weniger. Ja, du kriegst immerhin 2 Punkte, der Beißler kriegt ja gar keine, weil er ist schon draußen.
Ja, das muss ich erst mal gucken. Ich bin wieder am Überrunden. Ich schaffe es ja jedes Mal dann wieder bei den Überrundungen zu starten nach den Boxenstopps. Mich hat die Überrundungen am meisten Zeit kosten und am meisten Flügel. Also ich muss sagen, der Beißler hätte in dem Rennen schon aufholen können mit der Boah, da fliegt der Valentino Lisa ab, der Teamkollege vom Beißler, der Abflug macht. Wollen wir uns das anschauen, was da passiert ist beim Lisa? Der hätte ja da einen richtigen Boah, Abflug. Hammer Zeit 1:21.502 und das im Rennen. Ah, Boah. auf dem Randstein und fliegt da weg, der dreht sich dreimal und dann ist er weg. 6,0 auf Jean-Alesi. Die Aufholjagd hat begonnen. Ich bin jetzt richtig heiß, noch weiter nach vorzukommen. 21,2, das war eine geile Rundenzeit. Das glaube ich dir. Wenn ihr selber Grand Prix 2 zockt, dann schickt uns doch auch mal eure Rundenzeiten, die ihr so fahrt. Das wäre sicher interessant, ja. Als Videoantwort oder einfach so? Dann kommt bestimmt der Matrikiak und macht auch noch Videoantwort dazu. So, da hat jetzt doch tatsächlich der Schmutz der Punkteplatz erobert vom Stefan Meyer. Der ist jetzt also auch durchgereicht worden, der Meyer. Der hätte wohl keine Eier mehr. Also das ist. Der Meier. Ja, der Le Gall, der kommt da auch schon dran, der ist jetzt selber überholt worden. Also geht es auch bei mir hart zur Sache. 24,2, die Runde war gerade nicht gut. Ich habe schauen müssen, dass ich wieder auf die Strecke komme. Aber Alesi 3,7 vor mir, das ist einholbar. Jean Alesi, der Franzose. Dagome ist auch direkt. Auf Platz 10 ist der jetzt bei mir, der Dagome. Oh. Belmondo, das war knapp. Da hat er aber brav Platz gemacht. Dann Jean-Paul. So, Jean-Paul. das nächste ist zum Glück ein Positionsfight. Jetzt geht's an Jean Alesi. Ich glaube, die Kommt jetzt hier Position, Platz? die Positionsfights sind ja lieber wie die Überrundungen, oder? Ja, da kann man irgendwie damit rechnen, dass die nicht Platz machen. Bei den Überrundungen weiß man es nie. Und bei mir ist auch ein Positionsfight entbrannt. Wow! Erstens um Platz 8, der ist aber Wow! unspektakulär. Nicht so gut, wenn gerade einer den anderen überholt und drei nebeneinander fahren. Boah, das war gerade richtig knapp. In dem Fall hat Alesi gerade überrundet. Ich glaube, Fittipaldi war's. Ja, die Führung bei mir, der Tobias Bürgi, wird, wenn da nichts kaputt geht, das Rennen gewinnen in seinem Lotus. Aber dahinter um Platz 2, da wird jetzt das Positionsfight eröffnet. De Simonil, ich habe Alesi überholt, jetzt kommt Till dran. Puh, okay, Platz 3. ja, Valvoric ist auch schon richtig im Fighten. Wir hoffen, dass er vielleicht nochmal nach vorne kommt. Bei mir fängt jetzt auch der Positionsfight um Platz 2 an zwischen Bergold und Bergmann, die zwei Bs im Nachname. Das wird interessant. Und Dagome überholt jetzt einen Williams. Das sieht mir schwer nach dem Weber aus, den er da überholt. Und da geht es nochmal hart zur Sache im Mittelfeld in dem Rennen, das muss man schon mal sagen. Bin gerade am Überrunden von einem McLaren. Jetzt kommt ein Ligier dran. Wow, Schumacher Oh, vor mir der Eichert ist irgendwo. schon durchgereicht worden. Der Boah, oh, das war knapp. Oje, und da habe ich ein Ligier abgedrängt. Eric Bernard. deinen Namensvetter fast, oder? Der dreht sich, wow, und nimmt fast Martin Brundle mit. Kann er noch weiterfahren? Der Eichert ist böse durchgereicht worden. Nur noch Elfter. Das wird hier Boah, spannend. das war richtig knapp gerade, dass ich da nicht mit Eric Bernard kollidiere. Sorry an der Stelle, dass ich ihn rausgedrängt habe. Meine Namensvetter. So, und was macht der jetzt? Möchte er links oder rechts überholt werden? Das ist immer so undefinierbar. Das ist richtig. Und da ist der Bergold bereits schon kassiert worden vom Bergmann. Das habe ich ja verschlafen fast. Weil das war Alboreto, mit dem hatte ich ja schon mal einen Zwist. Aber da bin ich jetzt vorbei. Okay.
Ich Andrea De Cesaris ist an der Box. Zum Glück, da kann er uns nicht gefährlich werden. Wir haben glaube. überhaupt der alte Sauber-Typ. Ich glaube, So. du hast doch recht, was du vorhin mal gesagt hast beim Bergold mit der alten Reife, dass der jetzt durchgereicht wird, denn sein Teamkollege kommt jetzt auch und wird ihn gleich auf Platz 4 runterschicken. Das hoffe ich jetzt halt auch gerade, dass die Form hier richtig einbrechen mit den runden Zeiten. Der Schweizer Die schon bricht lange jetzt auf auch den gerade roten richtig Reifen sind. ein. Sechs Also Runden vor Schluss. Coulthard und Schumacher sind ja noch nicht an der Box gewesen vor mir. Die haben halt einen großen Vorsprung. Aber Walvoric, ich bin schon gespannt, wenn ich dann das bei dir sehe, auf deinem Kanal, das kommt, den Parallelpart zu meinem, was da so bei rauskommt, wie der Walvoric sich da mehrfach in das Rennen zurückkämpft, wie der Zanardi ins Leben. Immer wieder Crashes und immer wieder zurück. Ja, der Dagometer kämpft sich jetzt auch nach vorne übrigens, nämlich Stück für 21,9, Stück. Hammerzeit. Hammerzeit. 13,4 auf Schumacher, das wird aber nicht mehr reichen für die letzten zwei Runden. Oh, Da du müssen bist wir schon jetzt weit. richtig, richtig fighten, um Ja, auf ich habe Schumacher noch ein noch. paar Runden mehr. Ich habe noch 5 Runden. Oh, vor allem nicht so. Wow. Richtige Fight gibt es auch hier jetzt um Platz 3. Der Bergold mit seiner alten Reife wird da jetzt sogar fast bis zu Platz 5 noch durchgereicht, befürchte ich. Der kann Ja, sich nicht mehr doch. halten. Das sind alle die, wo durchgefahren sind, die breche jetzt ein mit der Reife. Vielleicht Ja, ist das das eine hoffe ich. Hoffnung für dich. Weil die Ja. breche bei mir ein, nämlich Bergold, Meier und Co. auch Eicher, das durchgereicht. Die sind alle durchgefahren vorhin. Ich breche gerade selber ein, weil ich meinen Flügel mehrfach schon ruiniert habe. Und ja. Das ist schlecht. Jetzt muss ich noch eine Runde mit dem alten Flügel beenden. Weil ich werde nicht nochmal an die Box kommen. Lieber einen dritten Platz halten, als Es weiter zu verlieren. gibt 4 Punkte. Jan Bürki ist jetzt am Bergold vorbei. Der ist jetzt schon auf Platz 4 und hat bis vor 15 Runden noch geführt, der Bergold, mit seiner Strategie. Ich hoffe, dass der wenigstens auch Punkte mitnimmt. Das wird Jordan in der Konstrukteurs-WM nach vorne spülen, aber man weiß ja in der Meisterschaft. Also, ich denke, mit den Einstellungen können wir eigentlich so weitermachen, finde ich, oder? Ja, das macht Laune. So im Auch Resümee, ja. bei dir, oder? Mit den wird das Feld auch ziemlich auseinandergezogen sein, dadurch, dass die nicht mehr alle dasselbe fahren. Ja, vor allem finde ich das erstens, weil es editiert ist, ist es schon spannend. Dann mit dem beliebig, es ist richtig spannend. Und mit den Boxenstopps, die wo durchfahren, brechen nämlich irgendwann ein und dann wird das Feld nochmal durchgemischt. Das passiert Ja. dem Stefan Meyer gerade, den wir hier sehen, auch. Der wird da nicht mehr lang halten. Da sind schon, der Eichert ist übrigens auch eingebrochen, der ist auch schon nach hinten durchgereicht. Sieger des Rennens David Coulthard. Gratuliere an der Stelle. Unglaublich, Oh, wer da Grand Prix fackelt wird einem denn? der Motor ab. Sorry, Valvorik. Entschuldige Platz. fürs Stören. Matthias Schweizer ist der Motor geplatzt. Hatten wir Platz doch. 2 für. Entschuldigung, für Michael Schumacher. Und wir sind Dritter geworden. Woo! Wir haben es durchgeschafft. Jawohl, Im Grand Gratulation. Prix Der des Rennens Schweizer wird bin nichts ich mehr Dritter. durchschaffen. Matthias Schweizer fackelt wie auch schon im ersten Brasilien-Rennen der Motor ab. Also, der kommt heute nicht mehr ins Ziel, der Schweizer. Und der Kenny wird ihn jetzt überholen. Ja, da ist die Action Cam beim Schweizer, war ja klar, weil der jetzt stehen bleibt. So, und die anderen sehen wir uns auch noch an. Alesia 4 ist durchgekommen. Gerade, wer war ein Fünfter? Sieht man gerade nicht. Doch Hill. Schweizer ist Dann raus, Berger auf ich der werde jetzt. 6, Häkkinen auf der 7. Knapp an den Punkten vorbei. Der Beisler auf 8. Fehl Ah. mit Kenny auf Platz 9, genau Zwei dahinter. Runden habe ich noch. Und der Hose ist Zehnter. Und Oh, von jetzt. meiner Warte war es das, weil das Rennen schon wieder vorbei ist. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und der Walvoric ist dann in den letzten Runden noch tonlich bei mir dabei. Genau. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Boah, das war ein Auch echt danke von spannendes mir. Rennen. Ich freue mich schon aufs Anschauen, wenn du es hochlädst. Es muss ja echt Boah, Kracher gewesen sein, das Rennen. das war echt spannend. Am Ende ohne Flügel gefahren die letzten zwei Runden. Da ist der dritte Platz mehr wie verdient, denn der Bergold, der wird gleich auch den letzten Punkt verlieren hier bei mir. Zu oft hat Fehler gemacht beim Überrunden, da war ich einfach ungestüm, aber das passiert in der Hitze des Gefechts.
Zumindest mir öfter. Na dann. Aber macht Spaß, vor allem das Aufholen ist halt dann das richtig Spannende daran. Und von dem her sage ich euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war für euch auch sehr spannend. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Man Wiedersehen. sieht sich. Ja, und einmal Worik ist direkt zum ZDF geschaltet worden hier. Das In der letzten Runde. habe ich noch drauf. Und ich glaube, wir sind, der Walvorik ist da auch noch. Auf der 17 fährt er gerade bei mir. Und wir sind in der vorletzten Runde. Und der Tobias Bürgi führt das Rennen an. Wenn dem nichts kaputt geht, wie beim Schweizer gerade, dann wird der gewinnen. Der Bergmann Zweiter, der Jan Bürgi Dritter, der Weber Vierter. Schmutz Fünfter, denn der Bergold wird durchgereicht. Der muss gucken, dass er in der letzten Runde den letzten Punkt noch hält. Denn der Pfaffinger kommt da auch schon mit Meilenstiefel angefahren und der Dagomey auch, die haben alle noch Chance auf den Punkt. Nicht schlecht. Also der Bergold, das was du gesagt hast, der ist eingebrochen jetzt mit seiner Reife. Da ist der Eichert und der Stefan Meyer, die sind auch eingebrochen mit ihrer Strategie. Die Einstopfstrategie. Die war dann doch am Ende nicht mehr so vorteilhaft, denn es führe jetzt genau die drei, die vor dem Boxenstopp auch schon geführt habe. Okay, ich wollte gerade fragen, ob sich da trotzdem was verändert hat im Vergleich zur Startaufstellung, ob die dann trotzdem gewinnen konnten. Also Bergold ist schon von der Pole gestartet, der wird aber Ute Grün überholt jetzt nochmal einen. Der sieht aus wie der Legall. Es ist der Legall auch. Der Schweizer ist ja schon raus. Der Beißler ist raus. Und es geht jetzt auf die letzte Runde. Wir sehen jetzt der Führende und da bleiben wir auch gleich drauf beim Tobias Bürgi. Ich muss sagen, der hat ein fehlerfreies Rennen gemacht. Da kannst du dich auf das Rennen freuen, vor allem der Beißler, wie er da drauf gebrettert ist auf der Kenny und so. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt. Sorry an dieser Stelle, Kenny, aber da konnte keiner was dafür, wenn der Luca Lichtmes ist da abgeflogen und dann sind da alle so in die Bremse gestiegen und da gewinnt der Tobias Bürgi, yes, 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 das Rennen. Gratuliere. Zweiter wird jetzt der Bergmann, der sieht auch geil aus, wie der die Fahne schwenkt. Dritter Jan Bürgi, der Bruder vom Tobias, auf dem Podest. Weber auf der 4, Schmutz auf der 5 im Sauber und der Bergold ist noch Sechster geworden mit Hängen und Würgen. Ja, denke, das Ergebnis werden wir gleich durchgehen im Menü. Ja, wie die Fahne schwenkt, ist ja auch krass. Wie Zeitraffer. Ja, der Tobias Bürgi hätte das Rennen gewonnen, verdienter Rennsieg, hätte er super gemacht, der Junge. Und das wird spannend, wenn das jetzt immer in jeder Rennen so unterschiedlich sein wird. Was glaubst du, was da in der nächsten Rennen noch alles passiert? Das nächste Rennen ist ja AIDA dann, Pazifik Grand Prix, das wird auch geil. Das ist aber der Eddie Irvine, wo sie da gezeigt haben. Jetzt nimmt er aber wieder auf. Ja, der macht immer einen Break zum Menü hin. Bei Valvori kann man gar kein Menü aufnehmen, leider. Aber wir schauen mal ins Rennergebnis. Das ist doch sinnvoll jetzt, denke ich. Und das Rennen hat 52 Minuten. Nicht. Ach doch, müssen sie seit 2008 jetzt schon. Aha. Auch bekloppt, finde ich das. Aber gut. Schon, ja. Der ORF hat wenigstens noch keine Werbung drin. Da schaue ich auch mal ganz gern. Jetzt gehen wir mal ins Rennergebnis. Tobias Bürgi hat gewonnen. Rennzeit 52 Minuten 22. Das war jetzt doch. Also, ich, so lang fand ich es jetzt nicht unbedingt. Es war schon viel Action drin. Im ersten Brasilien-Rennen fand ich es langweiliger. Mit den 40%. Da war jetzt deutlich mehr Action drin mit den Stops. Das wollte man Ja, ja auch stimmt. sehen. Ja, fand ich auch besser jetzt. Der Bergmann ist Zweiter geworden. 9 Sekunden dahinter. Ich meine, der Bergmann hat ein gutes Rennen gefahren. Der Bruder vom Tobias, das ist der Jan Bürgi, das ist der Ältere von denen beiden. Der ist Dritter geworden im Jordan Heart. Das spreche ich Hart. immer so gern aus, das ist ja so geil. Maximilian Weber ist der einzige, der Williams, der in die Sauber, das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Schmutz im Sauber. Auf der 5, Bergold auf der 6. Pfaffinger ganz knapp an der Punkte vorbeigeschrammt im Beißler Ferrari. Dagomey auch im German BMW. Hart. Ah, das war das CD-Rumlaufwerk, wo jetzt gerade geladen hat. Hartmann im Footwork auf der 9. Scholz auf der 10. Schwald auf der 11. Dann der Lögall auf der 12. Und der Eichert ist auf der 13 ins Ziel gekommen. Der Krass. Lügei auf der 12. Ja, der Der Lögall. Yannick.
Der Yannick, der Franzose aus Épinal. Dann der Gilbert Grüne, der Eich hat nicht mehr geschafft zum Überholen, der ist nur 14 da geworden. Der Yannick, egal. Yannick, egal. Yannick, illegal, oder? Illegal, egal. Der könnte sich aufstellen lassen für so eine mit dem Spruch, glaube ich, für die Piraten. Da würde es gerade passen, so ein Spruch. Die vier Piraten, ja. Dann, die gibt es wahrscheinlich noch nicht in Österreich, die Piraten. Dann der Luca Lichtmes auf der 15, Stefan Mayer auf der 16. Der war auch lange Zeit Dritter und er ist richtig durchgereicht worden. Ja, aber er hat leider noch geschafft vor dem 17. Woche bei mir. Ja, aber das kann sich ja Rennen zu Rennen ändern, haben wir ja gesehen hier. Der Pelz auf der 18, der Lukas Bär, das war eigentlich eine Enttäuschung. Der hätte Elektroprobleme gehabt und ist danach nicht mehr in der Boxenstrategie, war auch unverständlich. Da wäre er auf der Höhe von Bergold gekommen. Dass die dann halt noch einmal reinkommen an die Box, obwohl sie schon mal drinnen waren. Ja, der Lukas Bär. Das ist halt leider ein Grand Prix-Bug. Das ist halt so, dass die dann halt noch einmal reinkommen. Da Merski auf der 20, der Kenny auf der 21, der Valvoric hätte Kenny wenigstens hier überholt. In der YouTuber-Wertung müsste man Yes, yes, yes. so eine YouTuber-Wertung einführen, oder? Da wäre aber der Dagome Erster, der war Achter. Auch dein Rivale übrigens ja im F1 Manager Professional. Der Dagomir, ja, stimmt, da geht es auch um die WM zwischen uns beiden. Valentino Lisa, der einzigste Ferrari, der das Ziel erreicht hat, mit einem Super Trea noch zack 24 im Minardi. Vorhin im Rennen 1 hat er ja noch den zweiten Platz belegt. So schnell kann das gehen. Und die einzigste Ausfälle, Matthias Schweizer, wird noch gewertet mit 4 Runden Rückstand. Und der Beißler, der leider nichts, und dass er da den Leuten drauf gebrettert ist, weil bremst da vorne. Also In der wirklich. Kurve. Jetzt könnte man das ausdrucken, aber ich habe ja keinen Drucker dran. Man könnte das Druckformat einstellen. Kannst du es so aufhängen über das Vettel-Poster in deinem Zimmer? Ja, das hängt ja direkt über dem Computer. Das habe ich ja mal gezeigt, wie es da aussieht bei mir. Ja. Ja, das macht in der Fahrer-WM. Das können wir eigentlich auch zeigen. Ja, natürlich, das ist wichtig. Tobias Bürgi führt nach dem ersten Rennen vor Rocky Bergmann, dann kommt Jan Bürgi, Maximilian Weber, Daniel Schmutz und Patrick Bergold. Das kann nach dem nächsten Rennen schon wieder ganz anders aussehen. Die Bürgis sind ja gut dabei. Ja, die Gebrüder Bürgis, die kommen auch aus Freiburg, die zwei. Das sind nämlich die Enkel von meiner Mutter, meiner Pflegemutter. Ah, okay. Die kommen nämlich aus Freiburg. Der eine ist auch Bayern-Fan übrigens, aber gut, das. Er ist aber kein so Hardcore Bayern-Fan wie der Daniel Schmutz. Also der regt sich nicht auf, wenn er was Schwarz-Gelbes sieht. In der. Finde ich positiv. Also ich hätte es ihm damals gegönnt, so wäre es gewesen. Ich auch. Noch lieber wie seinen blöden Eddie Irvine. Der hätte es nicht verdient, so Adepto. Naja, stimmt. Williams auf 4 mit 3 Punkten. Das wird spannend, ob sich da die kleinen Teams vorne festfressen können. Lotus oder Jordan, das wäre. Oder Sauber Mercedes mit 2 Punkten, die sind Fünfter. Mit Schmutz. Mit dem Schmutz im Sauber. Neben Schmutz im Sauber, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben ja gesagt, ich speichere das Spiel unter einem anderen Namen, aber das. Weiß ich nicht, wenn ich Beißler 2 mache, ob das denn dann zu lang ist. Nee, Beisler 2 müsste gehen. Weil Beißler war ja schon knapp, aber Beißler 2. Ne, das geht noch, weil bei MS-DOS sind sie ganz strikt, das wissen wir ja. Sind 8 Stellen. Passt ja gerade, denn wir wissen ja noch nicht, wie das ist, ob die Zuschauer vielleicht lieber das andere Spiel sehen möchte. Also ich persönlich würde doch lieber das 50% Spiel weiter. Das Ja, sie doch. gefällt mir doch deutlich besser. Gesundheit. Danke. Ja, es Next. gefällt mir auch besser. Macht's, ist einfach spannender. Mit den Mit den Boxenstopps. Stops. Die nächste Strecke wird auch interessant. Der Pazifik Grand Prix in Aida. Der kürzeste Rennkurs gewesen damals.
War auch nur 2 Jahre im Grand Prix, aber wurde wieder rausgeschmissen. Finde ich auch sehr schade. Ein Kurs, der mir auch sehr gut gefällt. Ja, sieht nicht schlecht aus. Vom Layout sieht es so ein bisschen aus wie so ein Bügeleisen. So ein verkapptes Bügeleisen. Der nächste Rennen auf dem Bügeleisen, sage ich jetzt mal. Genau. Und damit mit dem Menü von AIDA verabschiedet, ob dabei ist oder hätte bremsen können vorher. Sagt man jetzt nicht können und wärst du grün Genau, gewesen. ich sag jetzt einfach mal, gebt ihnen einen Daumen runter, wenn nein, oder einen Daumen rauf, wenn ja. Genau, so schnell ins offene Freitagstraining, das haben wir gesehen.